Hin und da eins hin. Und so. Ein Stack Potatoes mitnehmen. Das muss dahin. Pflanzen sollen ja dahinter kommen. So, so, so. So und so. Was kann ich bei der Schaufel alles einstellen? Dick Speed. Zünd dir dein Holz an. Ja, passiert doch nicht viel. Dann. Da kommt die Pflanze hin. Da. Eins, zwei, drei. Da. So. Bei allen Jetpacks kannst du nachhinein noch die Partikel ändern, die sie haben, nur bei der Jetplate nicht mehr. Ja, das ist auf jeden Fall scheiße dann. Ich wollte mir Regenbogenpartikel machen. Alter, wie viele Endermänner hast du hier? Zu viele. Das genau. Die sind ausgestattet. Ja. Eins, zwei, drei. Vier. Wobei, eigentlich bräuchte ich das doch bloß so hier. Und die müssten trotzdem alle drei befüttern. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann brauche ich noch eins, zwei, drei von denen. Erst einmal da rein, die kommen hier rein. Das muss ich jetzt mal gucken.
Ach nee, eine Pflanze pro Teil. Ja. Und stürzt sich wieder ab. Dann brauche ich doch noch ein paar mehr davon. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich das hier nämlich scheiße gebaut. Folgenlänge? 5 Minuten grad. Bin ich noch auf Server? Noch ja. Aber du bist bestimmt gleich runter, denn ja, deine Partikel sind ganz weit weg von deinem Körper. Jetzt bescheid, wenn ich runterfliege. Eine Pflanze. Du schwebst in der Luft und guckst nach unten. Eine Pflanze pro Teil, das ist scheiße. Das ist scheiße. Na jetzt. Ich hole mal Kohle. Brauchst du nicht. Das war dort genutzt als Testesweiser, um zu sehen, wie das mit den Pflanzen sich verhält. Ja, wenn die aber schon mal fertig sind, können die doch schon mal produzieren. So. Die haben wir schon gemacht. Dann können wir die halt beim ersten Mal abbauen. Eine zwischen. Ja, ich weiß. Ich hatte halt gesagt, ich will mal gucken, wie sich das mit den Pflanzen hier verhält. Ich weiß, auf Sascha seinem Sky-Server hatten wir das so, dass wir eine Pflanze für mehrere so eine Dinger hatten. Das ist eigentlich aber nicht normal zu starren. So, da muss ich auf jeden Fall noch eine oder mehrere Craft, ne? So, dann kommt die. Hier kannst du doch die benutzen, diese Baumpflanzen kannst du doch da hinten benutzen. Ja, da kriegt aber auch plus 2 von diesen Spiedern dazu. Nein, erinnere mich nicht, guck dich nicht an. Ich muss ja noch das andere Ding hier platzieren. Wenn ich jetzt Was los? Deine Partikel sind genau da, wo ich gerade hingucke. Und du bist dort. Bewegen sie sich? Ja, die bewegen sich mit. Ich schick dir da mal einen Screenshot. Jetzt weg. Jetzt sind sie wieder bei dir. Wahrscheinlich, weil ich vorhin gelaggt habe. So und so. Die sind schon alle drauf geeicht. Genau, dann komm.
Hier an die Seite zwei Pflanzen hin. Und dort, dann kommt der Mana Pool. Dann. Ja, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Feuerpflänzchen noch. Plus du hast noch einen Runic Altar, den du eigentlich noch setzen müsstest. Ja, ich werde mir also noch so einiges hier herstellen. Das. Ach stimmt, den habe ich ja hier noch im Inventar. Fertig. Kannst du da auch. Ah ne, warte. Nee, vergiss es. Wobei. Das sollte gehen, da eine Spark drauf. Nein, nee, geht nicht, habe ich schon getestet. Der kann dort bleiben, der wird dann. Da. Da wär's doch. Stopp, dann machen wir das jetzt symmetrisch. Das ist scheißegal, wie es am Ende dann eh ist. Aber wenn es so weitergeht, haben wir bald genug, um das Gateway-Portal aufzumachen. Ja, das kann so bleiben. Die sind doch nicht mal ein Drittel voll oder ein Viertel. Die brauchen auch nicht viel. So, dann stelle ich jetzt noch ein bisschen Holz her. So, und das und das dahin, das dahin, das dahin, die bleiben erstmal da drinnen. Oh Gott, das dahin, das dahin, das dahin. Komme ich da schon drum? Ich habe die Dinger eingesammelt gerade. Oh. Wie heißen die? Endoflame. Braun, braun, rot, grau. Light Gray. Nicht normales Grau, Light Gray. Ja, no. Das. Das.
das und das brauche ich. Du kannst übrigens auch die gezielt rausbekommen, die ganzen Farben. Willst du wissen, wie? Erzähl. Du brauchst so gesehen einmal nur die Farbe, eine Schere. Und, warte, ich zeig's dir. Welche Farbe brauchtest du gerade am meisten? Was brauchst du jetzt gerade am meisten? Wieso fehlen dort welche? Weil du welche Inventar hast, vielleicht? Ja, stimmt. Ich hab mir jetzt mal die grauen rausgenommen. Okay. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht abstürze. Ah, ja. Ich nehme eine graue, hau sie auf den Boden. Mache einmal Baumwill drauf, baue sie ab, okay. Bekomme ich eine Toll raus. Aus der Toll bekommst du 4 raus, damit kannst du sie gezielt vermehren. Ah, okay. Schere habe ich ins System geworfen. 2, 1, 1. 2. 1, 1. Wenn wir heute schon so weit kommen, dass du Gaia beschwören kannst, darf ich Gaia besiegen? Ne, so weit werden wir nicht kommen. Denn das ist jetzt für heute die letzte Aufnahme und ich glaube nie, dass ich das Portal heute noch öffne. Portal müsste aber bald öffnenbar sein. So. Scheiße, das war zu viel. Hast du dich nur von Kuchen? Ja, hauptsächlich. Sehr ungesund. Ja, hier ist ja kein Nutrion-Mod drauf. Aber irgendwann bist du noch fett. Ach du. Das. Willst du etwa Gaia überrollen hinterher? Nee, das nicht. Das und das. Ich überlege jetzt schon, welchen Beruf ich in Steampunk ausüben werde. Dann überleg mal. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich glaube, ich werde Luftschiffbauer. Kannst du gerne machen. Sind, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 3 Luftschiff-Mods drauf. Ich werde nur Westkraft-Luftschiffe verkaufen. So. Und ich werde mich auf jeden Fall in der Stadt, die Netherzugang hat, niederlassen. Es weiß aber keiner, welche Stadt das ist. Also von Anfang an verrate ich nicht, welche Stadt das ist. Das ist ja das. Ja, im Notfall kann man umziehen. Ja, wenn die andere Stadt eigentlich feindlich gesinnt ist. So. Dann die Pflanzen noch da drauf machen.
bekommen dann alle aus der Stadt Messer Zugang oder nur die nur bestimmte Leute? Normalerweise alle, weil es gibt ja die Miner, die dort die Netherrack und alles abfahren. Die, keine Ahnung, wenn jetzt die Stadt will, dass es da einen Kundschafter gibt, der den erforschen tut halt den Nether. Weil ich würde mich denn, wenn ich, ich würde halt häufiger in den Nether gehen, einfach nur um Level zu farmen. Wenn ich mal nichts zu tun habe. Naja, ich glaube, Level bringt dir da nicht wirklich was bei Steampunk. Mir egal. Kann man immer gebrauchen. Aber es gibt ja den. Plus, ich brauche Blaze Rods. Es gibt ja den Obelisken. Da kannst du es ja speichern. Plus, ich weiß sowieso schon, dass ich Blaze Rods brauchen werde für. Dings. Mistcraft. Sag mal, wenn die Folge kurz vorm Ende ist. Die ist jetzt zu Ende. Wir haben es schon 21 Minuten. Nee, dann wird das heute noch nicht aktiviert. Aber außerdem mache ich das, weil das meins ist. Aber wenn du später offline bist, mache ich das einfach schnell einmal an, werfe ein bisschen was an Zeug durch und mach's wieder aus. Nee. Boah, das ist ja gemein.